Sprichwörter kennt jeder, aber was genau steckt dahinter und wie genau sind sie entstanden? Dieser Frage möchte ich heute nachgehen. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, ist zum Beispiel eins der bekanntesten deutschen Sprichwörter. Aber was bedeutet das eigentlich? Mit diesem Sprichwort möchte man ausdrücken, dass Kinder das Aussehen oder auch das Verhalten ihrer Eltern geerbt haben. Ein weiteres bekanntes Sprichwort lautet: Jeder Topf findet seinen Deckel. Kannst du mir das auch erklären? Aber sicher, es bedeutet, dass es für jeden den passenden Partner oder die passende Partnerin gibt. Kannst du mir jetzt noch erklären, was besser der Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach bedeutet? Dieses Sprichwort möchte zeigen, dass es besser ist, etwas Kleines Erreichbares, also den Spatz, zu haben, als sich nach etwas zu sehen, das wie die Taube unerreichbar ist. Manchmal höre ich Leute sagen, dass Geld nicht stinkt. Ist das auch ein Sprichwort? Ja, auch das ist ein Sprichwort. Es geht auf den römischen Kaiser Vespasian zurück. Dieser führte in seiner Regierungszeit von 69 bis 79 eine strenge Steuerpolitik und überlegte, wie er noch mehr Steuern einnehmen konnte. Dann hatte er eine Idee. Er führte eine Urinsteuer ein. So entstand das Sprichwort. Heute benutzt man es, um zu zeigen, dass Geld, egal aus welcher Quelle es kommt, seinen Wert behält. Über ein letztes Sprichwort möchte ich noch Bescheid wissen. Von meiner Mutter bekomme ich manchmal zu hören, das Küken will klüger sein als die Henne. Kannst du das auch erklären? Damit möchte deine Mutter ausdrücken, dass du manchmal klüger sein möchtest als sie, obwohl sie älter ist und mehr Erfahrung hat. Die Bedeutung einiger der bekanntesten Sprichwörter des deutschen Sprachraums kennst du jetzt.